Erstmal, bevor ich zu den Themen von heute komme, möchte ich eine Frage kurz beantworten. Und das ist eigentlich schon das erste Thema, weil wir haben über dieses Thema noch nie richtig geredet. Und ich versuche einfach kurz über diese Sache zu reden, sodass man es im Allgemeinen versteht. Ich habe heute eine Mail bekommen. Da stand drin, dass ein Mann und eine Frau Unzucht begangen haben und daraus ist ein Kind entstanden. Und der Bruder, der hat gesagt, ich möchte keine Unglauben begehen, aber ich habe halt einfach eine Frage. Unzucht ist ja verboten, aber es kann ja jetzt nicht sein, dass Allah dieses Kind nicht wollte. Ja, weil Allah hat ja bestimmt, dass dieses Kind entsteht. Ja, und er hat nicht verstanden, wie funktioniert das jetzt mit der Vorherbestimmung, wie muss man das verstehen. Bevor ich anfange, die Vorherbestimmung zu erklären, will ich erstmal eine Sache sagen zur Vorherbestimmung. Das ist die sechste Säule des Islams, wie wir wissen. Ja? Der Prophet a.s.w., des Imans, Entschuldigung. Der Prophet a.s.w. wurde gefragt, ja, ihr müsst doch, guck mal, heute habe ich mich einmal bei einem Vortrag auch versprochen, müsst ihr mir einfach Bescheid sagen, weil manchmal verspricht man sich. Ja? Ich habe heute einen totalen Quatsch erzählt, ich habe ein Wort verwechselt, ja, was überhaupt nicht in den Kontext passt. So. Die sechste Säule des Imans. Der Prophet a.s.w. wurde von Jibril aufgefordert. Achbirni an al-Iman. Berichte mir vom Glauben, vom Iman. Da sagt er, Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusul yawm al-akhir wa antu'mina bil kadri khairihi wa sharri. Das heißt, dass du an Allah glaubst und seine Engel und seine Bücher und seine Propheten und an den jüngsten Tag und dass du an den Qadr glaubst mit seinem Guten und seinem Schlechten, mit seinem Übel und seinem Schönen, ja, sozusagen. So. Hier sagt der Imam Tahawi, in Akida Tahawiya sagt er, ja, wa aslul qadri sirullahi fi khalqihi, la yatalli ala dhalika malakun muqarrab wa la nabiyun mursal, wa ta'amuku wa nadharu fi dhalika dhariyatul khidlan wa sulmul hirman, ودرج الطغيان فالحذر كل حذر من ذلك نظرا او فكرا او وسوسه. Er sagt dort, die Grundlage der Vorherbestimmung ist, dass es ein Geheimnis von Allah ist. Hier sagt Ali radiallahu anhu, القدر سر الله فلا تكشفوا. Die Vorherbestimmung ist ein Geheimnis von Allah, so werdet ihr dieses Geheimnis nicht lüften. Ja? Und hier muss man eine Sache verstehen. Das heißt, der Qadr hat mit Eigenschaften, die Vorherbestimmung hat mit Eigenschaften von Allah zu tun. Welche Eigenschaften? Erstmal die Eigenschaft, dass Allah subhanahu wa ta'ala allwissend ist und schon immer wusste, was geschehen wird. Die zweite Eigenschaft, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft des Schöpfens hat. Und drittens, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Willen hat und nichts geschieht ohne seinen Willen. Und hier ist ganz wichtig, dass man versteht, dass Allah uns Menschen nur das Wissen gegeben hat, ja, was uns nützt und was wir brauchen. Und wenn wir, und deswegen sagt Imam Tahawi auch, dass die Vertiefung in dieses Thema und das Hineingehen in dieses Thema, in dieses Geheimnis, dass das ein Weg ins Irre gehen ist. Denn viele muslimische Gruppen, viele Leute sind in die Irre gegangen, weil die diesen Qadr versucht haben, Dinge zu verstehen, die über ihrer Fähigkeit waren. Denn der menschliche Verstand hat seine Grenzen. Nicht wie im Westen, die westliche Ideologie, und das ist gerade schwer für Leute zu verstehen, die hier aufgewachsen sind. In der westlichen Ideologie gibt es eine Vergötterung des Verstandes, dass der Verstand die absolute Instanz ist, abzuwägen, was gut und richtig für den Menschen ist. Aber Allah sagt uns im Koran, in Sure 2, Vers 255, das kennen viele Muslime auswendig, er sagt dort, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِتُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Das heißt, sie wissen, was vor ihnen liegt und was hinter. Er weiß, was vor ihnen liegt und was hinter ihnen liegt. Das heißt, er weiß alles. Und sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will.
Das heißt, Allah weiß alles und wir haben nur eine begrenzte Kapazität. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel fragen, Allah hat existiert, bevor er das Weltall schuf. Allah hat existiert, bevor es die Zeit gab. Das heißt, es gab eine Zeit, wo es keine Zeit gab. Eine Zeit, wo es keine Zeit gab. Hier ist die Grenze des Menschen. Das heißt, wenn wir über Qadr reden, müssen wir wissen, ist das Geheimnis von Allah, wie Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagt. Also müssen wir den Qadr für uns, die Vorherbestimmung, den Glauben an die Vorherbestimmung, für uns zu einer Medizin machen. Und nicht für uns zu etwas machen, wie der Imam Tahawi sagt, was für uns ein Mittel ist, um in die Irre zu gehen, indem wir uns in diese Sache vertiefen. Sondern wir nehmen das, wovon Allah uns berichtet, und wir lassen das, wovon uns nicht berichtet wird. Jetzt. Dort machen wir Tawakkuf, wie man im Arabischen sagt. Wir bleiben stehen, sagen Allahu Alam, wissen nicht weiter. So, jetzt gehen wir zurück. Wie kann man den Qadr für sich zur Medizin machen? Wie kann man ihn für sich zur Medizin machen? Ich kann den Qadr für mich, die Vorherbestimmung für mich zur Medizin machen, dass wenn mir etwas geschieht, dass ich geduldig bin, weil ich weiß, das ist von Allah vorherbestimmt und Allah hat das vorherbestimmt aus einer Weisheit heraus, die ich vielleicht erkenne oder vielleicht nicht erkenne. Vielleicht erkenne ich sie nicht. Warum? Weil mein Verstand begrenzt ist. Und die Weisheit von Allah unbegrenzt. Und das Wissen von Allah unbegrenzt. So. Deswegen habe ich eine Grenze. So, das muss ich verstehen. So. Und da hilft mir der Qadr. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften des Gläubigen. Schau dir an, wie viele Menschen in Deutschland, wie viele Menschen auf der Welt verzweifeln, kaputt gehen, weil ihnen Unglücke passieren. Und schau dir an, wie dieser Qadr, dieser Glaube an die Vorherbestimmung für den Muslim zu etwas wird, was ihn standhaft macht. Deswegen sagt der Prophet a.s.w. Ajaban li amri al-mu'min fa inna amra kullu khair wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Wunderbar ist die Lage des Gläubigen, denn alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Warum? Und niemand geht es so außer dem Gläubigen. In asabatu sara'u shakar fa kana khayran lahu. Wenn ihn eine Freude trifft, dankt er Allah, das ist gut für ihn. Wa in asabatu dara'u sabar fa kana khayran lahu. Und wenn ihn ein Schaden trifft, wenn ihn etwas, eine Härte trifft, dann ist er was? Einen Schaden trifft, ist er geduldig und das ist gut für ihn. Und deswegen die ganzen Geschichten im Koran drehen sich auch um Schicksalsschläge. Wir sehen dort Leute, die verbrannt worden sind, zum Beispiel Ashabul Uchdud. Und Allah sagt, Dhalikal Fawzul Kabir, dies ist der große Gewinn. Weil das nicht das diesseitige Leben das Ziel ist, sondern welches Leben? Das jenseitige Leben. So, jetzt hat der Qadr mehrere Stufen, beziehungsweise mehrere Säulen, kann man sagen. Die erste Säule ist das Wissen von Allah. Ist das Wissen von Allah mit dem Wissen des Menschen vergleichbar? Das Wissen von Allah ist unbegrenzt, das Wissen des Menschen ist begrenzt. Der Mensch hat nur das, versteht nur das, was Allah ihn verstehen lässt. So. Das heißt, Allah hat schon immer alles gewusst. Allah hat schon immer alles gewusst und wusste, wie es sein wird und wusste, wie es passieren wird. Und wusste, was nicht passiert und wenn es passieren würde, wie es passieren würde. Er wusste alles und weiß alles und wird nie vergessen. Und das ist die Eigenschaft von Allah. Er wusste schon immer alles, hat nie etwas vergessen und wird nie etwas vergessen. Das heißt, Allah wusste genau, welcher Tropfen Blut wann, wo in deinem Körper läuft und wie er läuft. Jedes Atom. Wie es sich bewegt. Er wusste auch, wann der Mord passiert. Er wusste auch, was Adolf Hitler anrichtet. Er wusste auch, was Iblis machen würde. Er wusste das. Punkt 1. Punkt 2 ist, all das, was er wusste, was passieren wird, was die Leute machen werden, aus ihrer freien Entscheidung, hat er aufgeschrieben. Wie in einem Hadith sagt, 50.000 Jahren bevor er die Schöpfung erschuf, hat er alles aufschreiben lassen.
Das heißt, das Wissen, was er hatte, wurde aufgeschrieben. Wo ist das aufgeschrieben? Fi Lawhil Mahfuz. Deswegen sagt der Imam Tahawi auch später, وَنُؤْمِنُوا بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِي كَتُرُقِمْ. Und wir glauben an den Lawh, an die Tafel, an die wohlverwahrte Tafel, Lawhil Mahfuz, ja, wo alles draufsteht, was passieren wird, ja, und an den Qalam, das heißt der Qalam, den Allah erschaffen hat, damit er das dort schreibt, وَبِجَمِيعِ مَا فِي كَتُرُقِمْ. Wir glauben an alles, was dort geschrieben steht. Und dann sagt er, وَلَوْ اِشْتَمَى الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَنَّهُ قَائِنٍ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ قَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. Und wenn sich die ganze Schöpfung, sagt er, der Imam Tahawi, versammelt für eine Sache, die Allah in diesem Lauh geschrieben hat, dass sie geschehen wird, um sie ungeschehen zu machen, so werden sie es nicht ungeschehen machen können. Verstanden? Das heißt, wenn sich die ganze Schöpfung versammelt, um eine Sache, die Allah geschrieben hat, ungeschehen zu machen, so werden sie sie nicht ungeschehen machen können. وَلَوْ اِشْتَمِعُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى لِيَجْعَلُوا قَائِنًا لَمْ يَكْتِرُوا عَلَيْهِ. Und wenn die sich zusammentun, um eine Sache geschehen zu lassen, die Allah dort geschrieben, nicht geschrieben hat, dass sie geschieht, so wird sie nicht geschehen. Sie werden es nicht geschehen lassen können. Nur das, was Allah geschrieben hat. So. Das heißt, wenn jemand heiratet, ist das geschrieben? Ist geschrieben. Wenn jemand jemanden ermordet, ist das geschrieben? Ist geschrieben. Wenn jemand jemanden umbringt, Kufr begeht, ist das geschrieben? Das ist alles geschrieben. Weil das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen. Die sagen, wieso kann das geschrieben sein? Was kann er dann dafür? Da kommen wir gleich zu. Wir haben erstmal gesagt, Allah hat das geschrieben, was er wusste, was geschehen wird. Er wusste, was die Menschen machen werden. So, jetzt frage ich euch, was ist ein Grund, warum die Welt auch erschaffen wurde? Dass wir Allah dienen? Ein Grund ist, die Welt ist ein Test. Jetzt wird jemand sagen, was soll dieser Test? Wir haben einen Test und Allah weiß doch sowieso, wie wir den Test bestehen. Allah ist doch allwissend. Wenn er allwissend ist, wozu dieser Test? Will Allah mit uns spielen? Und hier vergleichen sie wieder Allah mit dem Menschen. Allah hat eine Weisheit, sagen wir, die du über deiner Fähigkeit ist. Was du wissen musst als Mensch ist, dass es ein Test ist. Du musst nicht wissen, was hat, ich sage jetzt mal, weil ich sage nicht, was hat Allah sich dabei gedacht, aber so damit wir das verstehen, wovon wir reden. Du musst nicht wissen, was denkt sich Allah dabei oder so. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt als Beispiel, weil ich beschreibe Allah nicht mit Denken, weil ich habe nie gehört, dass Allah sich selber im Koran beschreibt als Yatafakkar, dass er überlegt, ja? Sondern er beschreibt sich als jemand, der Ya'alam, der weiß. Ich gebe das nur als Beispiel, damit wir verstehen, worum es geht. Das heißt, das bringt dir keinen Nutzen. Was du wissen musst, ist, was du zu tun hast. Wenn du in eine Fabrik gehst und du musst in der Fabrik arbeiten, warum arbeitest du dort? Du willst deinen Lohn bekommen. Du musst nicht wissen, mit welcher Firma hat der Boss einen Job abgeschlossen. Oder wie fühlt der Boss sich, dass du dort arbeitest? Oder ob der dich leiden kann oder nicht leiden kann? Oder ob dem das Produkt, was du herstellst, gefällt oder nicht gefällt? Was du wissen musst, ist, was du zu tun hast. Was du zu tun hast. Du musst nicht jede Einzelheit von der ganzen Firma wissen. Du musst wissen, was du zu tun hast, weil das, was du tust, dafür kriegst du deinen Lohn. So. Was müssen wir wissen? Wir müssen wissen, wir sind in einem Test. Wir sind in einem Test. Allah weiß, wie wir den Test beschreiben werden. Wie wir den Test bestehen werden. Er weiß das schon. Aber wir wissen das nicht. Jetzt wird jemand sagen, ja, wofür der Test, wenn Allah sowieso weiß, wie der Test passiert? Wir sagen, stell dir vor, am jüngsten Tag kommt jemand, der steht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und Allah sagt, ja, ab in die Hölle. Dann sagt er, wie, ich habe doch gar nicht gelebt.
hättest du gelebt, hättest du dies und jenes gemacht. Der ein oder andere wird wahrscheinlich würde das nicht akzeptieren. Der ein oder andere würde das nicht akzeptieren. Das wäre dann auch egal, weil Allah hat das Recht, mit dir zu machen, was er will. Du bist Besitz von Allah. Ja? Aber der Test ist für dich. Du kriegst das mit dem Beweis. Du kriegst das Buch in die rechte Hand oder von hinter dem Rücken in die linke Hand. Ja? So, und hier stehen deine Taten drin, hier. Du wirst nicht bestraft für was du nicht getan hast. Du wirst bestraft, jemand wird bestraft für das, was er getan hat. Und er wird belohnt aus der Barmherzigkeit von Allah. Und die Barmherzigkeit erlangt er durch das, was er getan hat. Und hier sagen wir, wir kommen ins Paradies durch die Barmherzigkeit von Allah. Jetzt wird jemand fragen, ja, wofür dann die Taten? Wir sagen, es ist die Barmherzigkeit von Allah, weil das Paradies ist mehr wert als jede Tat, die du gemacht hast. Selbst wenn du 1000 Jahre leben würdest, du bist danach Ewigkeit im Paradies und du kriegst den ewigen Lohn. Okay, jetzt haben wir das, darüber haben wir jetzt schon geredet, über diese Sache. So, jetzt, die dritte Sache, die dritte Säule vom Qadr ist die Irada von Allah, der Wille von Allah. Das heißt, alles was geschieht, will Allah. Alles, was geschieht, will Allah. Jetzt sagen wir, wie? Alles, was geschieht, will Allah. Allah will alles, was geschieht. Will Allah, dass jemand eine Sünde begeht? Will er das? Ja oder nein? Doch, ich habe doch gesagt, alles, was geschieht, will Allah. Okay, ich erkläre es euch. Denn es gibt zwei Arten von Willen bei Allah. Es gibt einmal Iradatu Shar'i. Und einmal Iradatu Kauni. Iradatu Kauni ist der Wille dessen, was geschieht. Ja? Und Iradatu Shar'i ist das, was Allah liebt. Es heißt nicht, dass alles das, was Allah bestimmt hat, vom was geschieht, dass er das liebt. Allah zum Beispiel liebt den Unglauben nicht. Liebt Allah den Unglauben? Nein, Allah liebt den Unglauben nicht. Aber Allah hat den Unglauben gewollt, dass er da ist. Er hat die Krankheit, er hat zum Beispiel gewollt, dass jemand eine schlechte Tat macht. Jetzt wird jemand sagen, es gibt manche Leute, die sagen dann zu dir, nein, Allah wollte das nicht. Nicht im Sinne gewollt von, er liebt diese Tat. Denn hier ist nämlich das, wovon ich eben geredet habe. Was ist Allah? Laysa kamithli shay. Er ähnelt der Schöpfung nicht. Das heißt, Allah hat das gewollt. Aber das heißt nicht, dass das, was er gewollt hat, dass er das liebt. Er liebt, dass der betet. Das heißt, er will, dass er betet. Iradatu shar'i. Der Wille im Sinne von der Shar'iyya. Und er will, dass er nicht betet im Sinne von Kauniyya. Vom Sein, was geschieht. Ist das angekommen erstmal? Ist das angekommen, sonst gehe ich da nochmal drauf ein. Okay? Jetzt kommt die, so, jetzt, also, das heißt, wenn jetzt jemand nicht betet, wenn jetzt jemand Unzucht begeht, hat Allah das gewollt oder hat das nicht gewollt? Hat er gewollt. Welche Art von Wille ist das? Iradatu Shar'i? Das, was er liebt, oder Iradatu Kauni, das, was er bestimmt hat? Kauni, genau, das, was er wollte, was bestimmt. So, jetzt fragen wir, warum hat er gewollt, dass es die Sünde gibt? Warum hat er gewollt, dass es Verführung gibt, dass es Fitna gibt? Wir sagen erstens, das ist ein Mittel der Probe. Wenn es die Krankheit nicht gäbe, hättest du die Gesundheit erkannt. Wenn es die Sünde nicht gäbe, hättest du erkannt, was die Rechtschaffenheit ist. Wenn es Iblis nicht gäbe, hättest du gar nicht die Möglichkeit, vor ihm Ta'awudh zu machen, vor ihm um Zuflucht zu suchen. Das führt zu Ibadah. Wenn es Iblis nicht gäbe, gäbe es keinen, der gegen die Soldaten von Iblis kämpft, der Da'wah macht, der die Leute zum Islam einlädt. Das heißt, Allah hat das Schlechte gewollt, im Sinne von was? Shar'i oder Kauni? Kauni. Das heißt, dass es geschieht. Nicht, dass er es liebt. Warum? Aus einer Weisheit heraus, weil das Schlechte, was es gibt, zu etwas Positivem führt.
Verstanden? Ist angekommen. Weil hier bei diesem Vortrag, da muss man richtig aufmerksam sein. Ja? Auch für die Leute, die am Internet sind. Ne? Das bringt nichts, wenn man da gerade noch zwischendurch in Facebook am Chatten ist und gleichzeitig hört und so weiter, dann kapiert man nur Bahnhof und Koffer klauen. Ja? Das heißt, hier muss man wirklich aufmerksam sein, sonst ist man danach, versteht man gar nichts. So. Das heißt, Allah liebt das, was Iblis macht, nicht. Aber er liebt das, was daraus resultiert, nämlich, dass es Leute gibt, die gegen Iblis kämpfen. Dass es Leute gibt, die Dua machen, die, wenn sie ins Bett gehen, in die Hände so machen und sagen, über den ganzen Körper streichen, das dreimal wiederholen und Ayatul Kursi lesen und morgens und abends sagen, A'udhu bi kalimati la yatameti min kulli shaitanin wahama min kulli aynin lama und so weiter. Das resultiert daraus. Daraus resultiert der Ibadah. Und ihr seht, bei uns im Islam, ein großer Teil der Ibadah hat beispielsweise mit dem übelsten Geschöpf zu tun, mit Iblis. Ein großer Teil der Ibadah. Guck mal, wenn du betest, was sagst du? Wenn du die Fatiha liest, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, beispielsweise. Ja. Beispielsweise, an vielen Stellen. Wenn du Saum machst, was sagt der Prophet über Saum? Saum Mujunna. Saum ist wie ein Schild, das dich schützt, ein Schutz und so weiter und so fort. Das heißt, Allah hat das gewollt, aber nicht gewollt für sich selber, li wertihi, sondern li redihi, für das, was daraus resultiert. So, das heißt, wenn wir sagen, er wollte, dass Sina passiert. Was für eine Art von Willen? Welche Art von Wille? Die erste, die zweite? Genau, okay. Liebt er die Sinna? Aber er liebt vielleicht, was daraus resultiert. Was resultiert eventuell daraus? Dass diese Person Toba macht. Dass es Leute gibt, die diese Person auf den richtigen Weg rufen. Und so weiter. Und am Ende manifestiert sich für den, der Sünde macht, die Barmherzigkeit oder die Gerechtigkeit Allahs. Allah belohnt aus Barmherzigkeit und bestraft aus Gerechtigkeit. Das heißt, dadurch, dass diese Person Sünde begeht, manifestiert sich die Gerechtigkeit Allahs. Die nächste Sache ist, Allah hat alles erschaffen. Allah sagt im Koran, خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Er hat euch erschaffen und das, was ihr tut. Er hat euch erschaffen und das, was ihr tut. Das heißt, Allah hat alles erschaffen, auch deine Taten sind von Allah erschaffen. Und er hat sie gewollt, dass sie passieren. Egal, ob sie gut sind oder schlecht. Wenn sie gut sind, dann hast du das getan, iradatu shar'i, wofür du belohnt wirst. Wenn sie schlecht sind, iradatu kauni. Jetzt, er hat es erschaffen. Auf eine Art und Weise wissen wir, wie Allah erschafft. Teilweise, aber nicht alles. Wir umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Das heißt, wenn Allah etwas erschafft, ja, wir wissen nicht genau wie. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, er hat Adam mit seinen beiden Händen erschaffen. Dann sagen wir, er hat Adam mit seinen beiden Händen. Ja, Iblis, ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu biyadayhi. Was hat dich daran gehindert, dich vor dem niederzuwerfen, den ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe, sagt Allah im Koran. So, dann sagen wir, ist so, Allah hat gesagt, wir gehorchen. Sami'na wa ata'na. So jetzt, was sagen wir? Reden wir jetzt darüber, wie das genau? Wissen wir nicht. Wir bleiben dort stehen, wo Allah stehen bleibt. Wir sagen nicht, ja, wie Hand, wie dies, das, Körper, dies. Das. Allah sagt Hand. Ja? Wie? Wissen wir nicht. Ja, da haben wir keinen Einfluss drauf. Überhaupt nicht. Allah ist über unserer Vorstellungskraft. Laysa kamithli shay. Das heißt, wir können uns nicht darunter einen Menschen vorstellen. Allah ist kein Mensch. Allah ist weder Mann noch Frau. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Jetzt kommt die Frage, die man stellt. Wenn Allah das gewollt hat, was wir tun, und wenn Allah uns erschaffen hat und die Taten von uns erschaffen hat, wieso werden wir dann bestraft? Sind wir dann nicht gezwungen, das zu tun, was wir tun? So, was sagen wir hier? Hier sagen wir, nein,
Denn Allah sagt im Koran, La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bürdet keiner Seele auf, außer was sie zu tragen vermag. Und wenn du dazu gezwungen bist, dann ist dir etwas aufgebürdet. So, wenn du gezwungen bist, nicht zu beten, aber du sollst beten, dann ist dir etwas aufgetragen worden, was du nicht tragen vermagst. Ist das angekommen? So. Das heißt, irgendwo in diesem Bereich, Allah hat uns erschaffen. Allah hat unsere Taten erschaffen. Allah hat gewollt, dass das, was wir tun, passiert. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Sie wollen nicht, außer wenn Allah will. Ja? So. Wie Allah an vielen Stellen im Koran sagt. So. Jetzt. Irgendwo hier hat Allah dem Menschen eine freie Wahl gegeben, das Gute oder das Schlechte auszuwählen. Und Allah hat das erschaffen. Und wie er uns hier die Möglichkeit gegeben hat, dass wir für unsere Taten verantwortlich sind, das ist etwas, was über unserer Vorstellungskraft ist. Ist das angekommen? Wenn es nicht angekommen ist, sagt ruhig Bescheid. Angekommen, Abdullah? Kannst ruhig sagen. Steht aber, ich möchte, dass das klar ist, weil wenn ihr hier alle sagt, dass das angekommen ist, dann wird es im Internet, wenn jemand zugehört hat, auch angekommen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Allah hat das erschaffen, und Allah hat den Willen, alles passiert, was Allah will, so, und wir sind trotzdem nicht gezwungen, das zu tun, das heißt, Allah hat uns eine, wir sagen nicht freien Willen, hat uns eine freie Wahl gegeben, die dazu führt, dass wir für unsere Taten verantwortlich sind und nicht dazu gezwungen sind. Wenn jetzt einer sagt, wie, sagen wir, das ist über unsere Vorstellungskraft. Wie Allah das gemacht hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er es gemacht hat. Wir wissen, dass nur das geschieht, was er will. Ja? Innama amru idha arada shay'an ay yakula law kun fayakun. Wenn er etwas will, dann sagt er nur, dir sei und es ist. Es gibt manche, die sagen, nee, Allah wollte das nicht. Dass das passiert. Dass die Sünde passiert. Wir haben gesagt, welche Art von Willen gibt es? Zwei Arten. Ja? Einmal Willen Shar'i, das ist, was er liebt. Und einmal Willen Kauni. Das kann sein, was er liebt und kann sein, was er nicht liebt. So. Wenn jetzt jemand zu uns kommt, ja, die Qadariya, das ist eine Sekte, ja, die sagen, nee, wollte er nicht. Das heißt, manche gehen davon sogar so weit, dass Allah noch nicht mal weiß, was passieren wird. Wenn dem so ist, dann sagen wir zu ihnen, wer wollte denn, dass es passiert? Wer wollte denn, dass der Mensch beispielsweise eine Bank ausraubt? Dann sagt der Satan. Dann sagen wir, ja, der Satan wollte es, Allah wollte es nicht, dann musst du den Satan anbeten. Dann musst du den Satan anbeten. Aber welchen Willen wollte Allah das? Den Willen von Kaun, nicht, dass er das liebt, weil er weiß, dass dadurch Gutes kommt. Jetzt sehen wir schlimme Gewalttaten. Unschuldige Menschen sterben. Wie kann Allah das wollen? Dann sagen wir was? Diese Welt ist die Welt des Testes. Und zum Test gehört auch, dass dir Unrecht geschieht. Und die Welt der Gerechtigkeit ist Akhira. Das ist die Welt der Belohnung. Und Allah sagt darüber in Surat al-Yasin, was? Dort sagt er, فَالْيَوْمَ لَتُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْءًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Heute wird keine Seele Unrecht geschehen. Und wenn einer sogar 100 Jahre gefoltert wurde, Allah kann ihn entschädigen im Paradies. Das ist der Punkt. Alles klar? Angekommen? Okay. Gut. Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen zu diesem Punkt, mit diesem Kind, was gezeugt wurde, ja, aus Sinna. Wollte Allah, dass Sina passiert? Nein, wollte er nicht. Vom Willen Shara'i. Ich rede vom Willen Shara'i jetzt. Ich habe das extra gemacht, damit wir zum Nachdenken ankommen. Das heißt, das habe ich jetzt extra gemacht. Vom Willen Shara'i will er das nicht. Er liebt das nicht. Aber vom Willen Kauni wollte er, dass es passiert. So, jetzt. Wir sagen aus einer Weisheit, vielleicht, dass sie Tauba machen. Vielleicht, dass sie zurückkommen. Vielleicht, dass andere Leute kommen und sie ermahnen.
gute Taten damit machen. So. Jetzt, das Kind ist da rausgekommen. Das Kind. Hat das Kind eine Sünde für die Sünde, die die Eltern gemacht haben? Nein. La taziru waziratun wisra ukhra. Das sind die Sünden der Eltern, nicht die Sünden des Kindes. Und Allah wollte, dass das Kind entsteht. Er wollte, dass das Kind entsteht, was aber nicht heißt, dass er die Tat der Eltern liebt. Das heißt, er wollte, dass das Kind entsteht, iradatu kauni. Und das ist keine Sache, die irgendwie Pflicht ist oder wajib ist oder was auch immer. Er wollte das. Ja. Und die andere Sache, die mit Taklif zu tun hat, Taklif heißt, das ist wajib, das ist mustahab, das ist dies, das ist das. Ja, das ist eine Sache, ja, wo er diese Tat nicht wollte. Das heißt, hier gibt es keinen Widerspruch zwischen der einen oder anderen Sache. Ja. Das heißt, du kannst nicht sagen, es ist passiert. Was ist, Bruder? Nix. Du kannst nicht sagen, es ist passiert und da ist ein Kind rausgekommen. Das heißt ja jetzt, dass Allah mit der Sünde doch einverstanden ist. Widerspricht sich Allah? Nein. So hat es zugelassen. Und das Kind ist nicht verantwortlich, die Eltern sind verantwortlich. Kriegt die Mutter eine Sünde dafür, dass das Kind gebiert? Nein. Die kriegt eine Sünde dafür, dass sie Geschlechtsverkehr gemacht hat. Kriegt eine Sünde, weil die das Kind stillt? Nein. Kriegt eine Sünde dafür, für den Geschlechtsverkehr, den sie gemacht hat. Unehelich. Wenn sie Ihsan zu einem Wesen macht, wenn sie das Kind stillt, kriegt sie vielleicht sogar gute Taten dadurch. Kriegt sie gute Taten dadurch, wenn sie sich um das Kind kümmert. Wenn sie sich um einen Menschen kümmert, Ihsan zu einem Menschen. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Allah hat die Güte allem vorgeschrieben. So das zu diesem Thema über die Vorherbestimmung. Ja. Also, er fragt, wenn man nicht betet, ist das von Allah gewollt? Wir haben eben gesagt, der Wille von Allah unterscheidet sich in zwei Arten von Willen. Einmal der Willen des Kauens, des Seins, ja, und einmal der Willen des Schar'i, das, was er liebt. Das heißt, vom Willen Schar'i, was er liebt, ist es nicht gewollt. Allah liebt es nicht, dass man nicht betet. Aber vom Willen Kauni ist es gewollt, sonst würde er beten. Nichts geschieht ohne seinen Willen. So, jetzt stellt er sich die Frage, ja, wann bin ich dann verantwortlich dafür? Wir haben gesagt, Allah hat das erschaffen, deine Taten. Allah hat den Willen. Ja, alles passiert, was Allah will, aber Allah hat auf irgendeiner Ebene dem Menschen eine freie Wahl gegeben, ob er betet oder nicht betet, denn ansonsten wäre der Mensch nicht verantwortlich vor Allah. Und Allah sagt im Koran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ich wiederhole, ich gebe nochmal, ich gehe nochmal darauf ein. Wir müssen wissen, dass wir in diese Sache nicht tiefer reingehen können. Denn Ali radiallahu anhu sagt was? Al-Qadru sirullahi fala takshifu. Al-Qadru ist das Geheimnis von Allah, ihr werdet es nicht erhüllen. Und hier sage ich nochmal, was Imam Tahawi sagt, wa ta'ammaku wa nadharu fi dhalika dhariyatul khizlan wa sulmul hirman dhariyatul khizlan wa sulmul hirman wa darjul tughyan fal hadhra kull hadhri min dhalika. Das heißt, dass man hier stehen bleiben soll. Ansonsten ist ein Weg in was? Ins Verderben. Was sollen wir den Qadr machen? Wir sollen den Qadr zu einer Medizin für uns machen und nicht zu einem Gift gegen uns, indem wir uns vorstellen, ja wie. Warum? Weil bei Allah kannst du nicht wie fragen. Und Allah ist was? Über unsere Vorstellungskraft. Sein Wissen ist über unsere Vorstellungskraft. Sein Wille ist über unsere Vorstellungskraft und sein Wesen ist über unsere Vorstellungskraft. Seine Erschöpfung, sein Schaffen, wie er erschafft, ist über unsere Vorstellungskraft. Und deswegen fragen wir nicht wie. Und deswegen sagt auch Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Salaf lam yakhudu fi sifati Allahi li'ilmihim annahu ba'thun an kayfiyatim. ما لم تعرف كيفيته بالعقل لكون العقول لا حد تقف عنده. Das heißt, er sagt, die Salaf und die ersten Generationen, die auf der richtigen Manhaj waren, die haben sich nicht in die Eigenschaften von Allahs vertieft, weil sie wussten, dass das eine Erörterung
ja, eines Wies ist, ja, wo das Wie von Allah nicht mit dem Verstand verstanden werden kann, weil der Verstand eine Grenze hat, an der er stehen bleibt. So, das war's. Fertig? Okay, super. Ich schlage vor, ich mache kurz 10 Minuten Pause, damit ich mich ein bisschen frisch mache. Und danach geht's weiter. Ciao. Okay, nochmal für die Geschwister, die auch im Fernsehen sind, für die Geschwister in der Internetseite, die online da sind. Ich mache jetzt 10 Minuten Pause, inshallah, und danach geht's dann weiter. Jazakumullah khairan.